Genome baut nicht nur gute Chronographen, ein Beispiel habe ich euch hier oben verlinkt, sondern auch sehr außergewöhnliche Dreizeigeruhren. Ein Beispiel habe ich euch heute mitgebracht. Es handelt sich um das Modell 31E.12.2 mit einer sehr interessanten Komplikation, die ich so häufig nicht gesehen habe, aber ausgesprochen hilfreich und interessant finde. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Falls ihr es noch nicht getan habt, jetzt wäre ein hervorragender Zeitpunkt, meinen Kanal zu abonnieren. Ihr könnt das tun unten rechts oder am Ende des Videos oben rechts. Lasst auch gerne Kommentare da, sagt mir, was euch gefallen hat, was nicht, was ihr mehr oder weniger sehen möchtet. Und dann kann ich meine Videos entsprechend an euren Wünschen ausrichten. Aber jetzt geht's zur Genon-Dreizeiger-Fliegeruhr. Ja, heute möchte ich euch die Genon 31E12-2 zeigen, die eine sehr, sehr interessante Komplikation hat. Und zwar handelt es sich hier um den Sekundenarray. Das bedeutet, dass der Sekundenzeiger, wenn ich die Krone gezogen habe, nicht sofort anhält, sondern weiterläuft und erst auf der 12-Uhr-Position selbstständig anhält und man dann sehr bequem die Zeit stellen kann, Krone reindrücken und fertig ist. Man muss also nicht darauf achten, die Krone exakt auf der 12-Uhr-Position zu ziehen. Sehr komfortabel, ich zeige es euch im Video. Insgesamt ist diese Uhr eine wirklich, wirklich schöne Uhr in meinen Augen, ein sehr, sehr klassischer Vertreter der Dreizeiger-Fliegeruhren. Und das hier vorliegende Modell hat das Kaliber HS81. Das ist im Prinzip ein Umbau eines Unitas 6497 nach einer Idee, nach einer Konstruktion von Helmut Sinn. Wie gesagt, wir haben hier den Sekundenarray, dass die Sekunde bei gezogener Krone auf der 12-Uhr-Position, also bei vollen 60 Sekunden, automatisch stoppt. Das Werk hat eine Inka-Block-Stoßsicherung, das ist, glaube ich, Standard, eine Glyzidur-Unruhe mit Nivarox-Spirale. Das Werk ist sehr hübsch verziert, wie ich euch auch zeigen werde. Das Gehäuse ist aus satiniertem Edelstahl. Der Boden sowie das Deckglas sind aus Saphir. Und was ich sehr, sehr schön finde, ist, die Uhr ist trotz Fliegeruhr bis 10 bar druckfest. Das heißt, man kann damit durchaus auch sehr angenehm schwimmen gehen und duschen gehen und muss da keine Angst haben. Viele Fliegeruhren haben üblicherweise nur 3, vielleicht 5 bar Wasserdichtigkeit. Dass es hier etwas höher ist, finde ich sehr angenehm und spricht in meinen Augen wirklich für diese Uhr. Das Gehäuse hat einen Durchmesser von 42 mm, also eine sehr zeitgemäße Größe für eine Fliegeruhr, im klassischen Sinne wahrscheinlich eher klein, aber heute sehr angenehm tragbar. Die Bandanstoßbreite beträgt 20 mm. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob hier vielleicht auch ein 22er Anstoß gut gepasst hätte, aber es ist zumindest nicht so, dass es mich wirklich stören würde. Was ich bei Genon wirklich klasse finde, auf der Webseite unter den technischen Daten werden nicht nur die Standarddaten angegeben, sondern auch die Gesamtbreite der Uhr, wie hier zum Beispiel die Entfernung zwischen Bandanstoß und Bandanstoß, in diesem Fall 50,9 mm, und sofern es wichtig ist, auch die Entfernung Federsteg zu Federsteg. Das sind hier 46 mm. Daraus kann man also sich errechnen, dass ungefähr 2,5 mm über den Federsteg hinaus das Horn noch übersteht. Bei dicken Bändern ist das wohl kein Problem. Wenn man aber ein sehr dünnes Band hat, könnte es sein, dass das Hornende über das Band übersteht. Wie ich finde, eine sehr schöne, sehr klassische, hervorragend abzulesende Uhr. Angesichts des besonderen Werks, des Umbaus und des Sekundenarrays finde ich auch den aktuellen Preis von knapp unter 1.500 Euro am Lederband definitiv nicht überteuert. Die Uhr hat kein Datum, was
mich persönlich im Alltag vielleicht ein klitzekleines bisschen stören würde, aber angesichts dessen, dass hier das Ziffernblatt nicht durch ein Datum gestört wird, sondern eine wunderschöne Symmetrie aufweist und sich auch das Guinan-Logo in der Linienführung wunderbar in das 12 Uhr Markierungsdreieck einfügt, finde ich, dass eine Variante ohne Datum bei dieser Uhr die bessere Lösung gewesen ist. Tja, das war also die Guinan 31E12-2. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr freut euch auf meine nächsten Guinan-Uhren-Videos. Bis dahin, euer Watchmaxe.